Hallo Leute und willkommen hier bei Leocraft zu einer weiteren Folge im Redstone Bunker von The Joecraft. Ihr Logo seht ihr unten in der Ecke, denn The Joecraft hat auch den Bunker gebaut. Nee, das ist jetzt Zufall, dass schon die Folge mit dem TOC-Logo jetzt hier beginnt, aber es wird habe ich nicht absichtlich gemacht. Das liegt daran, weil wir hier im Admin-Bereich. Wo sind wir? Admin? Hier. So. Ich bin Bauer, ich darf mich hier durchbauen. Ihr dürft das dann natürlich nicht. Und zwar war geplant. Nein. Dass wir einen Schalter für Beschwerden, keine Ahnung, Anregungen und Beantragungen von irgendwelchen Karten machen. Den können wir hier hinterbauen. Das heißt, die Bunkerbesitzer können dann hier mit den Bunkerbewohnern ihre Belange klären und eventuell notwendige Maßnahmen machen. So. Gott, das laggt hier schon wieder. Wir ziehen jetzt als allererstes mal den Boden durch. Und dann überlegen wir uns, wie wir das gestalten. So irgendwie. Also es muss auf jeden Fall möglich sein, dass man Items in beide Richtungen durchgibt. Aber es muss sein, dass man nicht angreifen kann. Das heißt, ein böswilliger Spieler kann nicht einfach den Bunker-Admin umbringen, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist jetzt schon ziemlich hart. Glaube ich nicht, dass ihr das macht. Gut, so, so. Ja, ich mache das jetzt hier, die grobe Vorrichtung, schnell alleine und bin gleich wieder zurück. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich nur noch das hier zumachen. Das ist die Frage, wird das zugemacht? Oder kommt hier noch ein zweiter Schalter hin? Ne, hier kommt ein zweiter Schalter wahrscheinlich hin, deswegen wird hier doch zugemacht. Und zwar füllen wir von hier unten bis ja, lieber nicht zu viel riskieren. Also das ist kein Block-Update, sehr gut. Füllen können wir, replacen. Nein. Nicht so unbedingt. Gut. Seelatern. Kann man Redstone auf Seelatern platzieren? Nee, oder? Das geht, glaube ich, nicht. Brauchen wir, glaube ich, ein anderes Beleuchtungskonzept. Oder? Nee, wir machen es noch einfacher, wir verlegen die Leitung. Füllen wir mal von da bis mit Seelatern und da will ich noch schnell oben raus. Ja, die Sache, das ist die Tagesleitung gewesen. In Blau. So, ja, so sieht das gut aus. Und zwar können wir jetzt auf der Seite Schalter 1. Na, Schalter sollten so lang sein. So. Jetzt haben wir unsere Schalter. So, jetzt müssen wir mal gucken.
Ja, doch, das ist eigentlich ganz okay. Ja, doch, das geht. So, jetzt müssen wir mal gucken, bauen wir unsere Schalter. Und zwar hätte ich da schon so eine Art Idee. Und zwar, wenn man hier Kolben reinsetzt mit einer Glasscheibe. Und zwar einer normalen, möglichst durchsichtigen. Und die dann mal fix ausfährt. Die Verkabelung ist jetzt noch nicht die beste. So. Sache ist, da kann man dann durch. Von außen. Wenn man von außen eine Eisentür noch nimmt. Eisenfalltür. Zwar müssen wir die jetzt schnell richtig platzieren. Iron Trapdoor 7. Gut. So sieht es doch ganz gut aus. Oder? Also, ich finde, es sieht gut aus, weil dann kann man hier die Fenster einklappen und dann kann man dem was drüber geben über den Schalter. Das kann man hier jetzt auch erstmal machen. So ganz provisorisch. Hier bis. So. Ja, doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Denn durch Iron Trapdoors kann nichts durchkommen. Nee. Und da nehmen wir dann wirklich Glas. Ich kann mich mit dem Design anfreunden, das muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ein gutes Design. Also so sieht es doch ganz gut. Und man hat vielleicht auch ein paar Einblicke, da könnte man hier dann vielleicht noch durch einen schwarzen Gang oder so. Vorbeugen, dass man nicht so reingucken kann. Da nehmen wir schwarzes Glas. Wobei ist eigentlich egal, ob man da reingucken kann oder nicht. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. So, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, hier eine halbwegs vernünftige Ansteuerung zu kriegen. Kann man da? Man kann Iron Trapdoors drauflegen. Das geht schon. Das Problem ist, wenn ich die ansteuere, oder? Das wird wahrscheinlich jetzt das Problem sein. Wenn ich die so ansteuere. Beziehungsweise. So. Mit einem Hebel. Der hier drauf kommt. Ja, nein, das habe ich befürchtet.
dann geht die Trapdoor mit auf. Und die Kolben fahren nicht aus, weil... Die fahren nicht aus, weil... Ah, weil das anders gebaut werden müsste. Man müsste hier... Hier... Nee. Nee, auch nicht. Bei der Windows 10 Edition habe ich das gesehen. So fährt. Ah, weil es dann so ist. Ich brauche irgendwie, wenn ich die so ansteuern möchte, Verstärker. Dann muss ich das... Oh Gott. Da fragt man sich, ob das nicht doch eine schlechte Lösung ist. Beziehungsweise ich frage mich jetzt erstmal gerade, läuft bei den Viechern da das Wasser? Bei der Tintenfischfarm? Ja, das läuft gerade. Das heißt... Ich muss nicht vergessen. Ich muss hier noch einmal einen Puls machen. Kann es sein, dass es hier eine Buttswitch oder Fremdbepowerung gibt? Nein, das kann nicht sein. So, das ist gemacht. So, jetzt kann ich durch die Wände mich cheaten. Und zwar, wenn man mit Emit-Verstärkern arbeiten muss, kann man die auch so machen. So, das geht. Das geht. Dann kann ich nämlich hier... ebenfalls so ein Signal rausnehmen. Das Problem, was ich habe, ist, ich brauche hier dann Stufen, die es, glaube ich, nicht in Grau gibt, oder? Graue Stufe gibt es nicht. Nee. Aber... Das könnte Mojang auch mehr halbe Blöcke. Sollte Mojang einführen. Und zwar... Was für ein Holz haben wir im Bunker? Gar keins. Quarz ist so langweilig. Dann nehmen wir Steinstufen. Ja, das ist eine... Nee, wir nehmen... Nee, Steinstufen sieht irgendwie blöd aus. Wir nehmen ganz normale Eichenholzstufen und kleiden damit das hier aus. Dann sieht es auch halbwegs schön aus. So. Ja, also ich finde das Design ganz okay. Das heißt, der Spieler kann hier dann öffnen. Und kann die Leute bedienen und im ansonsten, wenn der Schalter geschlossen ist, hochmachen. Ja, das Design ist gut, das Design ist gut. Ja, doch. Und dann machen wir das fast das gleiche Design. Auch auf die Seite. Ich hoffe, wir haben hier auch Platz.
Ja doch. Haben wir. Also. Wir wollten unterhalb die Pistons-Blöcke platzieren, damit wir hier. Nein. Damit wir noch einen tiefer. So Blöcke platzieren können. So. Ich habe gar nicht aufgepasst, wie lange die Folge geht. Ich kann mal kurz nachschauen. So. Oh, wir sind schon fast wieder am Ende. Oder wir haben, sind eigentlich schon am Ende, aber das mache ich jetzt noch fertig. Denn wir haben ja fast, wir haben eigentlich schon wieder überzogen. Also ich plane zurzeit 20 Minuten Folgen zu machen. Deswegen haben wir schon wirklich wieder überzogen. So. Zack, zack. Zack, zack. Sache ist. Und dann wurde mir klar, dass das so nicht geht, wie ich das möchte, sondern ich muss hier den Schalter auf die andere Seite setzen. So, irgendwie sieht es blöd aus, aber da kann man nichts machen. Oder ich setze hier den auf der Seite. Na, aber das ist auch nicht gerade die beste Lösung. Wobei ich die dann fast noch. Das kann ich, muss ich mir mal in Ruhe dann überlegen, welches hier die bessere Lösung ist. Zack, zack. Dann sowas. Stufe, Stufe, Stufe. Stufe, Stufe. Schalter. Gut. Funktioniert das? Ja. Im Normalfall ist hier nach oben gefahren und man kann sie eher nur so unterhalten. Und dann kann man die Stufen auch nach unten fahren. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. So, ja, doch, das sieht gut. Das sieht, also das sieht gut aus, so wie ich es gebaut habe. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.